Und da wären wir auch schon wieder. Was machen wir zuerst? Also 933 Packets sieht schon mal gut aus. Ich hätte gerne mehr Chips, damit wir in naher Zukunft nicht gleich wieder so ein Problem haben wie da. Haben wir dafür genug Ressourcen? 4K. Was? 4K. Danach müsste man eigentlich suchen können. Genau, 4K Storage Chip. Brauch ein Storage Segment, brauch Storage Cells. 1, 2, 3, 4. Aha, rote Chips fehlen. Also rote Assembly Dingensbums, das da. Brauchen wir das da? Dafür brauchen wir BAM 6 Stück und wir haben kein Quarzding mehr. Du, Quarzding. Quarzding. Wir brauchen noch zwei, glaube ich. Eins. So, die müssen erst eingeschmolzen werden. Das dauert einen Moment. So. So, jetzt du. Zweimal. Einmal, zweimal. Und jetzt dich. Eins, zwei. Sehr gut. Rein. Keine Gedanken mehr machen. Das war Punkt 1. Punkt 2. Das Ding hier können wir jetzt doch abreißen. Also meine Bedenken waren einfach nur, es hat keinen Nachteil, das Ding stehen zu lassen. Aber es wurde in den Kommentaren richtig gesagt, ich könnte doch einfach die Autonomous Activator hier alle abbauen und auf der Seite hier ranbauen. Ne? Also es wird genauso schnell sein, ob die jetzt hier das Ding rütteln oder da die Dinge rütteln. Es gibt keinen Ausfall und wir haben hier Platz für andere Sachen. Und das ist ein sehr gutes Argument. Also hauen wir das mal hier hin. Weg. Kommt alles in den Vakuumhopper, ja. Oh, hallo. Hover-Mode. Stimmt, ich habe ja noch mein Jetpack an. Das ist jetzt sehr praktisch. Ich kann jetzt nicht mehr in den Tod fallen. Ich sollte das Ding regelmäßig aufladen, aber... So. Ich kann nicht mehr in den Tod fallen. Also wenn ich jetzt irgendwann mal von irgendeiner Plattform runterfallen sollte, wäre der Hover-Mode an. Und das dauert Stunden, bis sie unten ankommen. Und ich kann jederzeit wieder hochfliegen. Das ist schon mal sehr praktisch. Und ich kann die ganze Verkabelung jetzt einfacher machen. Und ich könnte... Ja. Sehr gut. Es gab da übrigens noch einen Hinweis mit einer Zwischenebene, die ich reinziehen könnte. Auch wenn der Hinweis sehr asozial formuliert war. Aber trotzdem ist die Idee nicht schlecht. Das heißt, ich könnte jetzt eine 2 oder 3 Block hohe Zwischenebene zwischen den Hauptebenen machen. Ja, es wird ein bisschen besser aussehen. Aber dazu bräuchte ich eigentlich erstmal Wände. Ja, so, du bist halb voll. Das reicht mir vollkommen. Du dahin. So. Das war einfach nur, damit ich hochspringen konnte. Das kann weg. Du kannst weg. So, du kannst abgebaut werden. Das ist jetzt tierisch viel Zeug. Okay. Platz ist noch vorhanden, okay. Axt. Macht das da weg. Du wirst hoffentlich leer sein, genau. Und die ganzen Kabel können auch noch weg. Immer noch genug Platz? Na, wird eng. Also ich mach mal kurz einen kleinen Zwischenstand. Hier. Rein. Alles Rinder. Und die Activator-Dinger. Genau, Autonomous Activator, 6 Stück. Die hätte ich gleich gerne zur Hand. Weg. Und einfach hochfliegen. Keine doofen Dirt Piles mehr. Keine Cobblestone Piles, die irgendwie doof in der Gegend rumstehen. Das kann ich jetzt alles wegmachen. Oh, warte mal, du hast noch gar keinen Fluid Exporter, ne? Ja, machen wir bei Zeiten auch nochmal. Aber bist du eh gerade aus? Du hattest aber mal einen Flutexporter, sonst wäre das Kabel nicht hier, denke ich. Und das ist schön, hier oben dann rumschweben zu können. Das macht das Ganze so viel, viel einfacher. Ach ja, das Leben ist gut. So, du ist falsch rum. Okay, einmal gegentippen. Und alle so einstellen, dass sie bitte nach oben ziehen, sonst bringen die gar nichts.
Genau, dann 1, 2, 3. Einmal gegentippen, nochmal gegentippen, nochmal gegentippen. Und die ziehen jetzt direkt nach vorne, also müsste ich nichts einstellen. Gott, das wird jetzt richtig schön schnell rütteln. Jeder hat jetzt 4 Stück. Oh. Komm runter. Komm her. Und ich könnte gezielt danach suchen, wo die Viecher jetzt bauen. Also wir hatten am Ende der letzten Folge auch schon einen Zombie und noch einen Creeper und was weiß ich. Aber ich habe genug Rüstung, ich habe genug Leben. Also Lebenspunkte und Leben. Und ich würde eigentlich ganz gerne das Schwertmischen hochbekommen. Ja, es gibt keinen wirklich wichtigen Grund dafür, weil, ne, es gibt nicht mehr so viel wirklich Schlimmes, was wir machen können. Also wir könnten ins Ende gehen. Ich weiß nicht, ob der Ender Dragon gebufft wurde. Das könnte interessant werden. Aber sonst haben wir keine wirklichen körperlichen Herausforderungen in dem Sinne. Wo wir jetzt sagen, boah, da ist jetzt ein zweiköpfiger Oger und den müssen wir töten. Ah, leider nicht. Das fehlt mir noch so ein bisschen. Also die einzigen Herausforderungen, die wir jetzt noch haben, sind die Quest zu erfüllen und die ganze Maschinerie aufzubauen. Aber das war es ja vorher auch schon. PvP wäre schick. Also das habe ich noch nie gemacht, aber ich habe es mir schon recht häufig vorgestellt. Also in irgendeinem Technik-Mod, dass man da Basen baut und dann PvP betreibt. Was natürlich dann tierisch, tierisch schmerzhaft ist, wenn irgendeine Basis zerstört wird, aber man muss dann dafür sorgen, dass man Ersatzbasen hat und dergleichen. Das könnte noch mal sehr interessant sein. Aber hier drin im Singleplayer ist das halt alles nicht. Ich guck mal kurz ins Questbuch. Was haben wir denn noch? Learning to Skyblock. Wir müssen Soul Sand herstellen, Glowstone Dust und Enderpearl. Das müssten wir eigentlich alles haben. Da ist ein Glowstone. Soul Sand eventuell nicht. Doch, einen haben wir. Also sieben haben wir. Und wo wir gerade dabei sind, gib mal ein paar Stacks. Unsere Soul Sand Maschine steht, oder? Hatten wir umgebaut, aber. Nee. Nee, die steht nicht mehr. Unsere Dirt-Maschinerie-Dingens hier steht, aber Soul Sand nicht. Das ist schade. Okay. Das sollten wir bei Zeit nochmal angehen. Weil das ist doch recht praktisch, Soul Sand zu siften. Weil da können wohl auch die Ardite und Kobalt und so weiter bei rauskommen. Du bitte weg. Was war das Letzte, was fehlte? Eine Enderperle. Klick. Ender da. So. Submit. Wir hätten ein magisches Schwert oder einen magischen Fisch. Ich hätte gerne den magischen Fisch. Und er macht Fire Aspect 5. Ja. Oh, aber wenn ich ihn jetzt reinschmeiße, ist er dann immer noch magisch? Fisch. Ja, also wir haben einen magischen Feuerfisch in unserem ME-Terminal. Und eine Creepy Doll, die wir nicht brauchen. Und ein Herz. So. Um. Ein Autonomous Activator ist über. Na gut, den haben wir oben drauf. Und bei Zeiten bauen wir nochmal zwei. Oh. Klick. Klick, 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 klick. So. Achso, und einstellen, dass du bitte nach unten zielst. So, nächste Quest. Pastoral Life. Ein Chicken Spawner, ein Squid Spawner. Dürfte kein Problem sein. Wir hätten gerne ding, 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 ding. 64 Chicken Spawner. Das ist chic. Dann bräuchten wir ein Rod. Und zwar ein Fishing Rod. Da. Eins. Ne. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann kommt ein Ei in die Mitte und die Fishing Rods kommen außen rum. Und dann kriegen wir den Spawner für den Squid. Was? War ich mir eigentlich ziemlich sicher? Squid? Squid. Ach, normales Ei. Okay. Heißt, wir müssen erstmal.
hätte schwören können, einer von ihnen hätte sich gerade bewegt. Wir brauchen jetzt erstmal eine Stelle für Hühner. Also wir brauchen Gatter. Ich glaube, ich nehme einfach irgendwo Zäune weg. Oder ich mache kurz Zäune. Fenster. Oh, das sind Zäune, gut. Weil ich kann ja fliegen, die Hühner nicht. Das heißt, ich mache einfach hier dicht. Klick, klick, klick. Klick, klick, klick. Flieg hoch und schmeiß hier ein paar Hühner hin. Was? Achso, das sind keine Eier. Das spawnt immer ein Huhn. La 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 la. So. Das sollte erstmal reichen. Ja, und sie kommen hier runter. Das ist nicht gut. Wenn sie auf die Maschine springen und dann... Sie werden sich nicht halten. Was? Was? Ihr werdet in dieses Leben gerufen durch euren neuen Gott. Und das Erste, was ihr macht, ihr stürzt euch in den Tod bei der erstbesten Gelegenheit. Und ihr plant es sogar richtig. Komm, wir müssen da auf die Werkbank und dann springen wir von da aus auf den Zaun und dann können wir uns umbringen. Juhu! Seid doch alle doof. Na gut, ich brauche jetzt nur ein Ei. Wo kommst du her? Kann das Ding auch kleine Hühner spawnen? Nee. Sehe ich bisher keins. Das heißt, wenn die Zugriff auf Körner haben, pflanzen die sich sofort? Ja, ihr sucht euch echt die super Ecken aus. Warum liegen da jetzt Samen? Ich habe das Gefühl, die picken die Samen hier aus dem Boden raus. Und dann pflanzt die Maschine unten das Ganze neu. Aber gut, wenn ihr euch so vermehrt, ist das gut. Dann brauche ich diesen komischen Breeder-Dingens nicht. Und da ist noch ein Baby. Okay. Wäre einer von euch trotzdem so freundlich, ein Ei zu spendieren? Ich glaube, wenn ich euch kill, dann gibt es nur Federn und Fleisch. Kein Ei. Ich teste mal. Nam, 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 nam. Ja, nur Federn und Fleisch. Okay. Kurz ersetzen. Ding, 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 ding. Ist nichts passiert. Nichts passiert. Ding, ding, ding. So. Ja, gut. Also, das lassen wir jetzt mal so weiterlaufen. Kommen da in ein paar Folgen hin und holen Eier ab, die hoffentlich noch auf dem Boden rumliegen. Was haben wir noch? Powering up. Ein Steam Dynamo. Hatte ich die nicht sogar schon mal gebaut? Gut, runter. Da. Nee, ist was anderes. Reaktor und Steam Dynamo. Braucht Copper Gear. Haben wir bestimmt nicht vorrätig. So, 1, 2, 3, 4. Einfach so, zack. Zack, was fehlt da oben? So ein Ding. Davon brauchen wir gleich mal 10 oder so. Da. Bitte ein davon. Claim Reward. Powering Process. Wir brauchen einen Pulverizer. Wir haben schon einen Pulverizer. Also wir hätten diese ganzen Rewards schon wesentlich früher abholen können, aber sie bringen uns nichts. Also ja, wir bekommen jetzt einen Diamanthammer, aber wir benutzen keine Hämmer mehr. Und zu dem Zeitpunkt, wo man den Pulverizer bauen kann, braucht man auch keine Hämmer mehr. Das ist einfach nur Verarsche und Troll von Jade Cat, der Macherin des Mods. Aber Reward-Bets sind ganz lustig, also können wir die mal abholen. So, was haben wir hier? Wir brauchen einen Sludge-Boiler. Danach wurde eh schon öfters mal geschrien und die will ich auch mal bauen, aber jetzt gerade nicht. Also, wir bauen ihn, wir stellen ihn her, aber wir stellen ihn nicht auf. Was fehlt da? Furnace. Bau Furnace, schmeiß Furnace rein. Sludge-Boiler. Oh, Sludge. Okay, das ist ein Problem. Das ist nämlich eine zweite Etappe von der Quest und wir brauchen Sludge, ein Bucket, um die Quest abzuschließen. Das heißt, wir müssen das Ding echt aufbauen.
Sludge from Harvesters can be piped into a sludge boiler. Achso, nee, wir brauchen gar nicht das Produkt von dem Sludge Boiler. Wir brauchen einfach nur Sludge. Und den haben wir ja schon. Also brauchen wir ein Bucket.